Das muss nicht sein. Hey, wa Das, was hast du denn jetzt gemacht? ja, das wollte ich dir eigentlich heute schon mal sagen, was passiert. Wenn du rennst und dann ist leider eine Wand vor dir, dann ist genau das. Du hast das Fahrrad zusammengebaut. Yes. Das läuft jetzt. Mountainbike. Bitte keine Eine Leiche Äste. ja verlegen. Guck mal, der, wenn ich hier links rechts mache, wie ist das wieder ein bisschen, der so ein bisschen auf und ab tippt, durch, der eiert so ein bisschen. Ja. Weil das ist ja so ein Truck, aber der ist auch gut gefedert. Weiß ich Campingplatz gar oder nicht, ne? Militärgebiet? Wo willst du hin? Der Campingplatz. Ah, doch klar. Ja, klar. Ich weiß wo. Geradeaus weiter, wo der Burgerladen war, ne? Wir müssten aber mal irgendwann hier auch ein paar Bäume wegmachen, weil ich bin jetzt schon gegen so viele hier gefahren. Ist doch kein Thema. Ich habe die Axt dabei. Machen wir auf dem Rückweg. Okay. Im Rückweg laufe ich nebenan her. Das Auto können wir erstmal vollschmeißen mit allem möglichen Zeug. Hier habe ich Und schon ein dann paar schauen wir weiter. weggemacht, weil ich schon dagegen geditcht bin. Bleibt nicht aus, Treddel. Fällt mir ein, rechts von uns, da auf der Wiese von den Zelten, da stehen ja noch zwei von diesen Militärtransportern. Vielleicht sind ja auch Schwerlast. Ja, oh, stopp, 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 stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, zurück, 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 haben wir es gesehen. Den müssen wir mal sofort mitnehmen, den brauche ich nämlich. Stopp. Siehst du Was diese? denn? Guck mal. Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, was du wohin rennst. Ach, du meinst für deinen. Genau. Generator nehmen. Schmeißen wir da jetzt drauf. Rein damit. Trolley beidhändig ausrüsten. Gib mir mal einen ganz kleinen Moment, ja? Jojo. Die Scheiße liegen lassen. Oh, warte mal, hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Sehe ich gerade. Da sind doch Computer drin und so. Ja, Buch, Blatt Papier, Erste Hilfe 5. Leere Flasche. Ölsäcke. Boah, hier ist ein fetter Fernseher drin, ne? Richtige Röhre haben wir hier drin. Das war hier nichts, ne? Gut. Kameras. Bin auf dem Weg zu dir. Gib mir eine Sekunde. So, du kannst. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo die Dinger hier gestanden haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Boah, war ja ein Zombie gar nicht gesehen. Einfach beim Rücken fahren. Er hat nichts zu meckern. Noch ein Stück weiter. Guck mal, da ist noch ein Generator. Links von uns. Ja, ich wollte sowieso wegen der Küche auch gucken. Warte mal. Komm. War doch noch ran da? Habt ihr das noch gesehen? Das ist doch gerannt, der Ehre. Anna? So, Generator nehmen. Aber das gute Fahrzeug direkt mal mit. Wie? Ist der schon voll. Direkt rein damit. Fast schief wieder. Warte mal, Ist ich muss was kurz gucken. gebissen worden? Nein, das hat was in Ordnung. Brauchst du Achso, war der noch einen Generator direkt Generator? rein. Ich habe zwei Stück drin. Hast du noch einen gefunden? Ja, angeblich steht hier oben noch einer.
Wo waren der jetzt? Da steht er, ja, da oben. Brauchst du den noch? Ja, nimm mal mit. Haben ist besser als brauchen, habe ich mal gehört, ne? Buttermesser, Küchenmesser, komm, steck mal ein hier. Die Säcke nehme ich mal komplett mit, ne? Glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Spüler. Erstmal den Ofen hier einstecken. Weil mich nicht schwach da draußen, ne? Sie kommen, sie wollen dich fressen. Ist der Kollege Körre, wo es jetzt mal eben warten. Zu schwer, sagt er mir. Brauchen wir den zweiten großen Kühlschrank hier noch? Ja, ne? Ja, ich würde die austauschen gern. Die schwarzen Kühlschränke sind echt gut. Es war kein Eckschrank dabei, aber... Den Ofen habe ich auf jeden Fall. Sollen wir die ganze Einrichtung ja auch mitnehmen? Ja, ne? Ja, mit. Nimm mit. Industrieofen, rein damit. Guck mal schnell, wo fummel ich die ganze Chose hier mal eben auseinander. Ja, ich suche gerade den Dings hier, den... Ruhe. Ach, da drüben, wir sind vorbeigefahren, noch gar nicht gesehen. Ich hoffe, der hat eine Gasbude dran. Ja, jetzt kommt auf einmal wieder ein Runner. Ich guck noch was mehr. War jetzt, glaube ich, nur der eine, oder? Ich dachte mir, dass hier Gegenstände drauf sind. Stimmt doch gar nicht. Ach so, okay, verstehe. Ist schon gut. Schwiertuch, weg damit. Okidoki. Ach, Kfz-3 muss ich sein, um das rausreißen zu dürfen. Ja gut, dann muss ich das noch lernen. Geht doch ratzfatz bei dir. Drei Kühlschränke reichen, ne? Mehr brauchen wir nicht. Ich habe noch keinen abgebaut, wenn ich ehrlich bin, Tralle. Ich werde meine ganzen Sachen jetzt aber eben mal wieder hinlegen müssen. Warte, soll ich hin? Wenn du hochheben kannst, gerne. So, Gegenstand fallen lassen. Das Ding ist schwer, müsste ich das jetzt hochheben können. Zu schwer, sagt er mir. Aber warum zu schwer? Jetzt geht's. Fischer? Mal eins habe ich. Nee, zu schwer. Alter Schwede, ist der Schoße schnell. Ja, ich müsste die ganzen Waffen sonst alle. Ach, Traddel, ich hab schon, alles gut. Bin doch flexibel. So, Backpack auf den Rücken tragen. Ist wieder zu schwer, der alles? 40 Kilo, was habe ich denn da alles drin? Ach, guck mal, der ganze Schrott ist noch hier drin. Wie hast du denn eigentlich eingepackt, sag mal, ja? Drei Theken, ach, sei zu, müssen die gewesen. Die ganzen Küche machen. Bräuchte jetzt nehme ich hier für Dingens mit. Eckschrank habe ich noch keinen gesehen, wenn ich ehrlich bin.
So, wenn du willst, können wir weiter. Ja, lass mich gucken. Also. Umfrisst was. Was haben wir denn hier vorne? Was ist das denn? Warte mal, stopp. Da ist ein, siehst du das? Krankenbahn? Jawohl. Der sieht noch recht heile aus, ne? Du hast auch Besuch, ne? Ja, ich sehe schon. Renn dir den Kopf ab. Oh, da sitzt nur der Ene bei dir? Ich hoffe doch. Oh, Traddel, komm mal her. Was? Da könnte man ausschlachten. Schwerlast, ja. Hey, guck mal, Tippe, komm her. Hat jemand einen schrägen Humor? Regenhumor? Ja. Oh, hier, guck mal da. Was? Hallöchen, Popöchen. Was ist hier nicht auf dem Boden? Was ist das? Ach, das noch einer. Hier liegt was, oder? Nee. Nimmst du den mit? Ja. Gib mal eben kurz hier in den drei Zelten Auge machen. Auto voll. Jo. Das war's. Dann komme ich jetzt eben zurück. Hier ist eine Feuertonne, ne? Alles klar, kannst. Muss noch ein Generator. Sollen wir da auch mitnehmen? Besser ist nicht. Nee, wir haben jetzt schon so viele. Da. Stopp. Genau der. Gehen wir davon aus, du hast alles? Ja. Einer wird so langsam müde. Wir fahren zurück jetzt schon. Ganz gemächlich. Wir könnten noch mal kurz auf dem Parkplatz von der Pizzeria gucken, ob da was steht. Ansonsten fahren wir zurück. Ja. Ja, lass mal gucken gehen. Schadet ja nicht. Nee, der hat. Ja, warte mal, ich erkenn's nicht. Da ist ein Gasgriller oben. Siehst du den? Ja, aber ich erkenn's nicht, deswegen. Ist einer drin? Ja. Das vorne geradeaus. Weil da so ein Grasbüschel ist. Fahngastank. Alles klar, wird eingesteckt. Start klar. Hier nebenan rennt ein bisschen was rum. Wir haben noch ein bisschen, ein paar Minütchen haben wir zum Gucken schnell auf dem Parkplatz. Mann, das war jetzt hier die Straße, genau. Radiosender war hier. Ich meine, das war ein Stück weiter, Traddel. Ja, ich will nur lieber die Wiese, ich will nicht direkt da. Ist gut. Ach, das geht gar nicht mehr, das ist zugewachsen. Doch, da oben. Schaut so aus. Bin ich ja mal gespannt. Oh.
Warte mal. Kümmer du dich mal um das Auto? Ich gehe mal kurz gucken, was drin los ist. Eckschränke wir sind haben doch hier drin. Wow. Oh, Tempo, Tempo. Tempo. Der ist 100%. Jesus. Das ist Pedro. Hau ab. Kellner-Schürze nehmen wir mal mit. So, der hat genug Leistung, um den zu ziehen. Ja, na klar. Dieses typische Chevy Chase Familienauto kann ich panzern. Du kennst doch hier die Griswolds, oder? Erinnerst du dich? Ja, ja. So ein typisches Griswold-Auto. Ey, ich könnte. So viel Bleichmittel, was wollen die hier mit? Ey. Das ist nicht euer Ernst, oder? Den kannst du nicht abschleppen. So schwer? Warte mal. Er hat sich einer nackig gemacht. Ich vermute mal, Kurzschließen ist auch nicht drin. Die Batterie ist voll, der Tank ist voll. Wenn jetzt noch ein Schlüssel steckt oder hier irgendwo auf dem Parkplatz rum, ist es abgeschlossen. Mal ganz in Ruhe, ich bin gleich da. Schlüssel. Ne, liegt nicht rum, schade. Das Auto ist abgeschlossen. Das ganze Auto ist abgeschlossen, ich kürze ab. Warte, ich mach dir das gleich. Die hintere Tür ist offen. Komm, Schlüssel steckt, oder? Nee. Oh, der ganze Laden, hier ist so viel Reinigungsmittel. Was haben die hier gemacht? Selbstmordparty? Keine Ahnung. Schlüssel ist nicht im Gras draußen. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Oh, ich habe was gefunden für uns. Kannst du ihn kurz schließen? Nein. Ja, dann haben wir ein Problem, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich den hier wegziehen soll, weil unser ach so übelster Pickup, die Achse geht in den Boden rein. Ja, der ist überladen, ne? Wenn die Achse im Boden reingeht, ist der Wagen einfach nur überladen und schwer. Ja, dann müssen wir was rausschmeißen, dann geht's nicht anders. Wir haben nämlich zu viele Generatoren mitgenommen, zwei fliegen raus. Mal Russ. So, die Küche. Gabel, Buttermesser, Bleichmittel. Dass wir so viel reinschmeißen können, wa? Oh, willst du mich verarschen? Der kann ihn nicht ziehen. Jetzt hast du schon so ein schickes Ding und dann sowas, wa? Komm, ey, du hast doch genug PS. Ey, wie viel PS hat denn meiner? Kann der den echt nicht ziehen? Sieht so aus, wa? 430 PS, das muss der schaffen. Der ist überladen wahrscheinlich, wirklich. Tut mir leid, die Generatoren liegen hier in diesem anderen Modul. Ist doch kein Thema, schmeiß raus. So, ich bin auf dem Weg zurück. Warte mal, da will jemand was. Schmier den mal direkt um, der braucht das. Was ist denn, warte mal, eine Sekunde, warte mal, ich guck noch schnell bei dem roten Auto. Das Ding sieht aus wie. Das ist ein GMC vom FBI, ja, nur in Rot. Ja? Oh, nice. Der ist Kernschrott. Den kannst du auch gar nicht panzern, das Ding ist. Schade. Komm. Ich hoffe, du hast jetzt nicht zu viel geholt. Wir müssen das Ding ja irgendwie ziehen können, ne? Bist du ihn gezogen? Das will ich ja gerade testen. Doch, stehst du hinten dran. Das geht nicht. Ah, da ist ein Schraubenfass.